Wir hatten die Gelegenheit, mit einer Eurythmistin ein paar Buchstaben zu lernen. Und ich empfand diese paar Buchstaben damals schon als sehr angenehm. Während der Ausbildung haben wir immer gelernt, ihr müsst bei euch bleiben. Erdet euch, seid bei euch, behaltet einen kühlen Kopf. Und mit der Eurythmie, mit den Buchstaben A, E, I, O, U, habe ich wirklich gespürt, wie das ist, wenn man wirklich bei sich bleibt, wenn 1000 Leute etwas von einem wollen und man schon alles gestern und nicht erst heute erledigt haben sollte. Und deshalb blieb ich bei der Eurythmie. Man vergisst irgendwie alles um sich herum, in der Natur erst recht, zum Beispiel warme Füße. Der T, der M, bei Rückenschmerzen der M, W, man kann auch sitzen oder liegen. Ich fand nach 55 Jahren heraus, dass ich den richtigen Namen trage. Früher wollte ich immer Marian heißen und mit der Eurythmie habe ich bemerkt, dass Beatrice mein Name ist. Weil es mir einfach gut tut.